It's just a game. Geh in irgendeine Stadt, in irgendeinem Land, zu einer psychiatrischen Anstalt oder einem Rehabilitationszentrum, zu welchem du Zugang hast. Wenn du die Rezeption erreichst, frage nach, ob du jemanden besuchen kannst, der sich selbst den Hüter des Endes nennt. Sollte ein Ausdruck von kindlicher Angst das Gesicht des Angestellten zieren, wirst du daraufhin zu einer Zelle des Gebäudes gebracht werden. Sie wird sich in einem tiefen und versteckten Bereich des Hauses befinden. Alles, was du hören wirst, ist das Geräusch einer Person, welche durch die Gänge widerhallend mit sich selbst redet. Es ist eine Sprache, die du nicht verstehen wirst, aber deine Seele wird unaussprechliche Angst verspüren. Sollte das Gerede stoppen, halt an und sag schnell und laut: Ich gehe hier nur durch, ich möchte reden. Wenn du immer noch Stille hörst, fliehe. Verschwinde. Halte für nichts und niemanden an. Geh nicht nach Hause, bleib in keinem Gasthaus, bleib einfach in Bewegung und schlaf, egal wo dein Körper schlapp macht. Du wirst am Morgen wissen, ob du entkommen bist. Falls aber die Stimme im Gang zurückkommt, nachdem du die Worte ausgesprochen hast, gehe weiter. Beim Erreichen der Zelle wirst du nur einen fensterlosen Raum mit einer Person in der Ecke sehen. Eine unbekannte Sprache sprechend und etwas in den Armen wiegend. Die Person wird nun auf eine Frage antworten. Was passiert, wenn sie alle zusammenkommen? Die Person wird dann in deine Augen starren und deine Frage in erschreckendem Detail beantworten. Manche werden in genau dieser Zelle verrückt. Manche verschwinden kurz nach dem Treffen und ein paar beenden ihr Leben. Aber die meisten tun das Schlimmste. Sie sehen sich das Objekt in den Händen der Person an. Du wirst das auch wollen. Sei gewarnt. Falls du das tust, wird dein Tod ein grauenhafter und erbarmungsloser sein. Du wirst in diesem Raum sterben, durch die Hände dieser Person. Dieses Objekt ist Nummer 1 von 538. Sie dürfen niemals zusammenkommen. Niemals. Und er nickt nur. Du bist freiwillig in einer Klinik für mental Geschädigte. Zu deinem Schutz wirst du der Station mit den weniger gewalttätigen Patienten zugeteilt. Den Selbstmordkandidaten, die, die Stimmen hören und die, die nie etwas sagen. Du wirst an einen stummen Mann näher herangeführt. Sein Name ist Arthur. Arthur ist ein gespannter Zuhörer, bereit stundenlang zu nicken, während du deine Lebensgeschichte vor ihm ausbreitest. Deine Vergangenheit, deine Zukunft, die Leute, die darin involviert sind und deine Hoffnungen und Träume für die Zukunft. Arthur nickt nur. Nach einigen Monaten denkst du, dass du es ihm schuldig bist, ihn aus dieser Klinik herauszubringen, weil er nicht glücklich sein kann, wenn er jeden Tag allein in diesem Zimmer sitzt und Praktikanten zunickt. Du redest mit deinem Vorgesetzten, um ihn davon zu überzeugen, dass er niemanden schaden würde, dass er sich ohne Probleme selbst pflegen und füttern könnte und dass dies sein Wohlbefinden verbessern könnte. Dann kommt der Tag, an dem sich deine ausschweifenden Argumentationen auszahlen und sie dir zustimmen, worauf du in Arthurs Zimmer rennst, um ihm die freudige Nachricht zu überbringen. »Du bist frei«, rufst du. »Ist das nicht großartig?« Arthur nickt nur. Du schreibst deinen Namen und deine Adresse auf ein Blatt Papier und händigst es ihm aus. »Ich werde es vermissen, hier jemanden zum Reden zu haben«, sagst du. »Aber jetzt kannst du mir schreiben. Ich könnte alles über dich erzählen, Kumpel. Zum Beispiel, warum sie so verhemmt darauf bestanden, dich hier zu behalten. Ich musste jeden Tag mit Dr. Thayner sprechen, damit du hier rauskommst.« Er sieht dich an, nimmt das Blatt Papier und nickt nur. Du fühlst dich gut, wenn du nach Hause gehst. Du prahlst gegenüber deiner Familie, deinen Freunden, deinen Klassenkameraden und Kollegen. Du kannst nun von dir behaupten, ich habe jemandem geholfen, und erzählst, wie du dich für Arthur eingesetzt hast. Am Ende des Tages schläfst du lächelnd ein. Plötzlich reißt du die Augen auf. Markerschütternde Schreie ließen dich aufschrecken. Dann siehst du sie wieder. Deine Familie, deine Freunde, deine Klassenkameraden und Kollegen. Leblos liegen sie auf dem Boden, während ihr Blut im Teppich versickert. Ihre Köpfe sind eingeschlagen und die Augen ausgerissen. Die Wände sind besudelt von verschiedenen Körperflüssigkeiten. Jeder, den du kennst, ist tot oder stirbt gerade. Du beginnst zu wimmern, als du diesen Mann in der Tür stehen siehst. Es ist Arthur, der dir nun das Blatt Papier entgegenhält, das du ihm gegeben hattest. Dein ganzer Körper bebt und du ringst nach Luft. Wirst du mich jetzt auch töten?
Und Arthur nickt nur.